ja, die Zeit, die man braucht, um jetzt von in dem Fall 90 auf 0 zu kommen. Okay, ich war nicht mehr ganz auf 90. Aber man sollte von der Höchstgeschwindigkeit ausgehen. 80, 90. Ich darf schalten, hey. Setzig, 80, 90. Alles gut. Fürs Erste. Solange mal wieder nichts vor mir fährt. Jedenfalls nicht unmittelbar vor mir. So, damit ich wieder in Gefahr komme, da reinzufahren. Oh Gott. So, bloß zum Sprechen. So, 85 Kilometer noch. Das letzte Mal, wo wir geguckt haben, war 700, was weiß ich. 710 so um den Dreh. Aber wir fahren ja auch ganz viele Kilometer weg, wenn wir jetzt gleich mit dem Zug fahren. Ah ne, muss ich gar nicht. Gut, so 90 km/h und ich bin auch nicht im roten Bereich. Alles gut, warum wollte ich denn vorhin im 12 km/h fahren? Ach ja, Benzin sparen. Logisch. Gut, dann einfach mal kurz machen, ne? Ist klar. So. Schlafen. Ich werde jetzt noch kurz warten, obwohl. Ja, ich werde jetzt noch hier hinfahren und dann gucken, ob ich hier ausgeruht bin. Wenn nicht, schlafe ich hier bei der Tankstelle. Oder es gibt gleich beim Zug was zum Schlafen in England, das weiß ich nicht. Und ich muss dran denken, links zu fahren. Fährt man in England links? Die Engländer halten, ne? So, da vorne wieder die große Preisfrage. Muss ich einmal nach links oder kann ich geradeaus weiterfahren? Auch wenn ich mir stark nach geradeaus weiterfahren vorkommt, weil ich sehe ja gerade gar keinen Weg nach rechts abzubiegen. Doch, da ist einer. Also, ich habe ihn auf dem Navi gesehen, nicht auf der Straße. Das sieht man so schlecht, wenn das noch ein bisschen entfernt ist auf dem Navi. Dann weiter geht's. Wir sind auch schon bald da, ich schätze mal. Ich sag's mal so, keine 100 Kilometer mehr. Weiß nicht, halbe Stunde, Stunde höchstens. Ich guck mal kurz hier F6. Wir müssen 2 Stunden und 25 Minuten schlafen. Habe ich ja noch Zeit, ne? Also wir brauchen definitiv keine 2 Stunden und 25 Minuten, um jetzt noch zu dem Tunnel zu kommen. Nee, brauchen wir nicht. Und dann hoffe ich mal, damit man in dem Tunnel, ruckel, ruckel, in den Tunnel, ja, sich wieder ausruht. So kann man sagen. So, ach, wo ich da vorhin nicht drauf gekommen. Ja, damit man sich in den Tunnel eben wieder ausruht. So, ich darf 90 fahren. Ja, bleibt auf 90. Autos dürfen 110 fahren. Soll vorkommen. So, eine langgezogene Kurve, da war das länger als wieder viel Geräusch. Ich versuche es mal so stark wie möglich gegen den Schreibtisch zu drücken, um die Vibrationen, die von dem Lenkrad auf den Schreibtisch drücken, zu minimieren. Und es scheint ganz gut zu funktionieren. Einigermaßen. Wenn ich es von oben gegen den Schreibtisch drücke, weil oben sind auch die Motoren dran. Und dafür funktioniert, muss ich nur aufpassen, dass ich nicht gleich mit dem Stuhl wegroll. So, und die lange Kurve ist zu Ende. Jetzt eben das Typische wieder da oben kurz. Boah, das war eindeutig abgemessen von mir. Ich kann's halt, ne? Gut, hier noch kurz nach rechts und dann müssen wir noch den Zug finden. Was jetzt auch nicht so schwer sein dürfte. Quietsch, quietsch. Dieser Scheißstuhl, ne? Naja. Irgendwie wird man das schon beheben können. Und wenn nicht, werde ich mir einen anderen Stuhl zum Letzten hinstellen. 30. Hier darf ich nicht rein.
Hier darf ich rein. Hier darf ich nicht rein. Hier dürfen Autos rein. Hier dürfen LKWs rein. So, ich glaube, das ist jetzt sogar das erste Mal, dass ich in dem Spiel schon hier bin. Also ich habe mir jetzt noch nicht nochmal das ganze alte Let's Play angeguckt. Aber auf jeden Fall jetzt eben, ich sag mal, Staffel 2 hier. Gut. Dann noch schnell hier. Rein da. Versuchen wir ein bisschen schöner zu machen. Mal kurz überlegen. Nein, falsche Richtung. Egal. Unmögliche Fahrzeuge anzuzeigen, drücken Sie Eingabe. Ja. Das dauert nur 35. Was? Okay. Aufbrechen. Dann werde ich da wahrscheinlich nicht schlafen können. Ich dachte, das dauert etwas länger. So, dann ist es jetzt schon abends und wir können gleich schlafen. Das heißt, wir werden dann ziemlich früh, beziehungsweise noch nachts, ja, weiterfahren. So. Mach doch hier ordentlich, das gibt's doch nicht. Diese Scheißmaus, ne? Gut. Links fahren, das muss ich mir merken. Jetzt mal wieder erhöhte Lenkradgeräusche. Aber das geht schon. Einigermaßen. So, und jetzt muss ich gleich mal die Schilder angucken, weil ich habe gar keine Ahnung, wie ich hier wohin muss. Ja, ganz sicher darf ich hier 80 km/h fahren. Träum weiter. Ich bleibe mal auf Vollgas beim vierten Gang. Ich habe gar keinen Sound, oder? Doch, ganz leise. Im Let's Play ist aber lauter, weil gerade wo ich geguckt habe, wie laut das Lenkrad im Let's Play ist, da habe ich den Sound eindeutig lauter gehört. So. Und ich komme fast ohne Geschwindigkeits- oder Umdrehungsverlust hier weg. So, nach rechts muss ich. So, jetzt ist die linke Spur die rechte Spur, wo die langsam drum dankeln. Ach ja, so eine große Umstellung. Aber ich finde es mal ganz lustig. Es dreht sich solche Gebiete, wo man mal den Schildern folgen muss, um zu gucken, wo man hin muss. Das finde ich sehr gut. Macht auf jeden Fall mit sich viel Spaß, meiner Meinung nach. Da kann man ein bisschen schneller fahren. 80 km/h darf ich hier fahren. Ganz sicher. Gut. Ich fange hier nur 50. So, wir haben jetzt noch eine Fahrt von 6 Stunden und 58 Minuten, also 7 Stunden, und das entspricht einer Länge von 431 Kilometern. Jetzt wäre ich fast schon wieder rechts gefahren. Jetzt muss ich kurz überlegen. Na, was weiß ich. Ich wollte jetzt überlegen, ob es sogar hinkommt, wenn man einen Kilometer eine Minute braucht. Für einen Kilometer eine Minute. Das gibt's nicht, ne? Obwohl nicht in der Kurve. Hat er mir jetzt auch eine mitgegeben? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. So, im ersten Gang. Beziehungsweise im zweiten.
Und Meisterleistung. Hust. Eher ja nicht, ne? Naja. Eine Meisterleistung wäre es gewesen, wenn ich gleich richtig abgebogen wäre. Aber, ja. Da war dann eindeutig zu viel von mir. Ich meine, aufs Navi gucken, kommentieren und gleichzeitig auch noch richtig fahren und schalten, das ist zu viel für mich. So. Dann kann es jetzt ganz normal weitergehen. Mit dem quietschenden Stuhl, der mich ziemlich ankotzt. So, wir müssen dann denken, links zu bleiben. Da muss ich dann aufpassen, weil ich mache wieder nach der Fahrt, wenn die zu Ende ist, eine Aufnahmepause, wie immer. Du hast ja inzwischen gemerkt, dass ich meine Fahrt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 4.